Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im Train Symbol 2. Wir fahren heute die Baureihe 425 in einem Szenario von Tom Fresco aus dem Railsim Forum. Dazu gleich alles weitere. Wir starten. So, und dann sitzen wir hier in unserer 425. Dann würde ich sagen, Richtungswender rein und in Neutralstellung. Dann können wir die PZB anschalten, SIFA an. Ja. FIS, glaube ich nicht, dass wir passende Ziele haben. Wir sind nämlich eigentlich auf der RB25 unterwegs. Na, dann lassen wir es bei. Hier übernehmen. Einfach gar nichts. So. Das passt. Fahrtrichtungswende und Vorwärtsstellung. Signallichter auf Abblenden und dann gucken wir uns mal um. Achso, mit die Türen könnten wir vielleicht links noch aufmachen. Also hier vorne haben wir noch eine Baureihe 101. Die 101 105-5 in diesem Fahrziel Natur Repaint. Download-Link im Railsim Forum. Ah, sonst steht hier gerade nichts. Hier vorne auch nichts in Dresden Hauptbahnhof. In diesem wirklich wunderschönen Bahnhof. Also, das ist ja der absolute Wahnsinn. Der ist ja extremst schön. So, dann machen wir die Tür noch wieder zu. Buchfahrplanleuchte brauchen wir nicht. Buchfahrplanleuchten Dimmer. Also ist gut. Entkuppeln, nö. Fahrgastraumbeleuchtung machen wir uns noch an. Dann hier einmal bitte die Sonnenblende runter. Und dann wär's das. Dann können wir auch schon los. Fahren mit 60 aus. Aus dem Dresdner Hauptbahnhof raus. So, 60 sind erreicht. Hier vorne der Talent 2. Und wir halten dann in Dresden Mitte. Der ICE in Regenbogenlackierung. Und ab hier dürfen wir dann 80 fahren.
Was kommt uns dagegen? Eine Baureihe 112. Ne, eine 143. Und was steht da vorne? Eine 146. Ah, das VVO Repaint. Gucken wir uns gleich sofort an. So, gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Sehr schön. Gibt es auch im Rails im Forum. Nach kostfähig. So. Wir können die Türen auch jetzt gleich wieder schließen. Blick auf den Bahnsteig und dann können wir abfahren. Und zwar mit 80. Na, vielleicht holen wir den noch mal ein. Ist halt Dresden-Neustadt. Da hält, glaube ich, also da hält die S1, die vermutlich gerade an uns vorbeigefahren ist, ja auch. Herrlich. Da vorne steht sie auch schon, fährt gerade ein. Dann haben wir sie ja fast wieder eingeholt. Und hier vorne noch eine 146 in dem VVO Repaint. Und wir halten an der Haartafel und Türen links auf. Hier ist noch ein Talent 2. Saxonia Express. Ja, also das Szenario ist aus dem Railsim Forum von Tom Fresco. Der Download-Link befindet sich in der Videobeschreibung, sofern das Szenario schon veröffentlicht wurde zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung. Ich habe nämlich die Ehre, dass ich die Szenarien häufig vorab bekomme und sie schon mal antesten darf und schon mal aufnehmen darf. Wofür ich mich extremst bedanke. Das ist sehr, sehr cool. Ah, Parallelausfahrt. Sehr schön. Nächster Halt, Cosweg.
So, dann fahren wir jetzt mal durch bis nach Coswig. Und ab hier dürfen wir 100 fahren. Und ab hier dann 160. Ah, da kommt der Dosto. Der hält da hinten. Wir dürfen allerdings ohne LZB mit dieser Kiste nur 140 fahren. Mit LZB darf die 425 160 fahren. Aber weder hat die 425 im Transimworld aktuell LZB, noch ist LZB auf dieser Strecke verbaut. Heißt also, wir bleiben bei den 140. Ja, als Voraussetzung für das Szenario gilt natürlich Dresden-Riesa, die Baureihe 101, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, und die Baureihe 425 ist, glaube ich, mit Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist die rausgekommen, ne? Ja. Dann müsste es das gewesen sein an Payware. Ich weiß nicht, was die Güterzüge angeht, ob uns vielleicht noch irgendwas anderes begegnet, außer eine Baureihe 185, aber das sehen wir dann, ja. Was dann halt noch hier so verbaut ist. Und als Freeware werden natürlich die ganzen Repensive benötigt, ne? Ist klar. Gibt's aber auch allesamt alle bisher gesehenen Repens im Railsim Forum. Wahnsinn, hier ist so viel mal wieder an KI-Verkehr verbaut. Das ist einfach super. Und jetzt hier ist noch so eine Parallelfahrt. So, wir hatten eine Ankündigung auf 130. Was haben wir hier? Eine 143. Und ab hier dann die 130. Die Ankündigung auf 120.
lassen einfach mal rollen. Gott, ist das nervig. Hä? Was habe ich denn bitte missachtet? Was bist du? Hast du mich kaltgestellt? Das glaube ich nicht. Ich meine, warum denn auch? Wir hatten eine Ankündigung auf 120. Aha. Ihr beide wart das, ne? Verstehe ich nicht. Aber okay. So, dann sind wir auch gleich schon im Coswig. Huch. So, das war der Talent 2. Was haben wir hier? Endlich mal ein Güterzug. Kam uns, glaube ich, bisher keiner entgegen, ne? So ein Güterzug. So. Huch, da sind die auf einmal die ganzen Fahrgäste aufgesprungen. So, was haben wir hier vorne? HL1, sehr gut. Okay, Tinsu.
Und auf geht's. Nach Weinböhler in 4,3 Kilometern. Oh. Ha, herrlich. Einfach nur herrlich. Weiter in freie Fahrt. Und wir dürfen 120 fahren. Das war wiederum ein HL10. Das bedeutet also, wir haben halt zu erwarten. Okay, das Signal ist grün, heißt also der 500er wird vermutlich aus sein. Dann gehen wir mal hoch wieder auf die 80. Okay. Und dann haben wir wieder HL1. Und da vorne haben wir wieder ein HL10. Nee, gar nicht. Das ist gar kein HL-Signal. Sehr schön. Sie tragen einen echt hässlichen Pullover. Denn so. Und wir haben weiterhin halt zu erwarten. So, Wechselblinken heißt also nicht mehr als 40 km/h.
Und wir drücken wieder auf PZB wachsam. Wir scheinen wohl irgendeinem Güterzug oder was auch immer hinterher zu schleichen. Oh, das Signal ist wieder umgesprungen auf grün. Dann gehen wir mal auf die 80 hoch. So, hier müssen wir nicht halten. So, ich beschleunige jetzt mal nicht auf Höchstgeschwindigkeit, weil wir wieder ein rotes Signal vor der Nase haben. Und wir haben wieder halt zu erwarten. Und doch nicht. Dann behalten wir die Geschwindigkeit mal so bei und lassen nur noch rollen. Sagt er und schaltet Leistung auf. Ja, 7 Kilometer sind wir in Priesterwitz. Signal ist grün. Huch.
Das war jetzt nicht beabsichtigt gewesen. Süß. Auch sehr schön. So, 120 haben wir erreicht. Die halten wir jetzt mal. Also jetzt nach so ein paar Fahrten hier auf der Strecke muss ich wirklich sagen, es macht extremst viel Spaß hier zu fahren. Also es ist total immersiv, man kann sich richtig hineinversetzen. Man kann sich da richtig hineinziehen lassen in die Strecke. Sie ist wirklich extremst gut gemacht. Die Fahrzeuge sind allesamt sehr, sehr gut. Also wirklich Top-Qualität von den Sounds her. Die überarbeitete Fahrphysik überall ist der Wahnsinn. Und Ankündigung auf 60. Teilweise sind die Gebäude am Streckenrand auch neu. Also da sind welche dabei, die ich auf jeden Fall nicht kenne von anderen Strecken. Gut, zum Thema Sounds, eine 185 klingt von außen nicht so, definitiv nicht. Da ist irgendwas an der Abmischung einfach falsch. Also mir sind jetzt in letzter Zeit die einen oder anderen 185er Maschinen an mir schon vorbeigefahren und keine klang von denen von außen so. Ein schöner Bahnhof, ne?
So, geht's Ihnen noch gut? Ist Ihnen so kalt, dass Sie mit einer Jacke hier drin sitzen? Kann noch mal bitte jemand? Hallo, können Sie mal ganz kurz hier reinkommen? Ich würde gerne was austesten. Jetzt kommt keiner mehr hier rein, ne? Nee. Okay, das war jetzt gerade etwas komisch. Egal, davon lassen Sie sich nicht beeindrucken, oder? Sie auch nicht. Ah, ein Feuerlöscher. Okay. Klimaanlage, Temperaturvorwahl. Aha. Und nächste Haltestelle, Großenhain. Cottbus. Cottbus? Bahnhof? Oh, ab hier gelten nur 60. Eieiei. Eieiei. Das war jetzt aber nicht signalisiert, oder? Okay, ab hier gelten 100. Das war doch safe nicht signalisiert gewesen, oder? Oder war es das doch? Ich weiß es nicht. Ich dachte auf dem. Hier im HUD stand glaube ich 120, aber die Signale haben 60 angezeigt. Ja, okay, das kann dann ganz gut sein. Hat jetzt so ein bisschen Nebenbahnmäßiges, ne? Das ist ja etwas, das gibt es ja im TSW eigentlich noch gar nicht so richtig, so eine Nebenbahn. Oder so eine Stichstrecke. Und dieser Abschnitt hat halt total was davon. Finde ich super. So, hier vorne blinkt es schon vor sich her. Und unter die 85 sind wir jetzt schon. Ankündigung auf 60. Und runter auf die 60.
So, dann sind wir gleich auch schon groß. Nein. Da sind wir dann auch schon in Großnein. Ist jetzt der Bahnübergang offen? Tatsache. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also dieses Feature ist schon ziemlich cool. Hier gibt es auch noch eine Strecke. Ja, und der Bahnhof selbst sieht auch ziemlich cool aus. Okay, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.